Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Willkommen in Silverstone, der Heimat der Formel 1 hier in Großbritannien. Wir rechnen damit, dass die Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke kommen. Stefan, wir befinden uns an einem schönen Schauplatz, der sich allerdings über die Jahre drastisch verändert hat. Wie gefällt dir Silverstone im neuen Gewand? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Willich und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. Vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden.
Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit drängt also noch nicht, aber irgendwann sollten wir uns für ein Reifenabnutzungsprogramm Zeit nehmen.
Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ein Red Bull, Rosberg und Daniel Ricciardo. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder.
Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen.
dieser Runde sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Thank you.
sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Thank you.
Ein interessantes Training schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Massa, Ricardo und Kimi Räikkönen. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ich werde dich ab und zu fragen, ob du deine Strategie ändern oder beim Boxenstopp spezielle Anpassungen am Auto vornehmen möchtest. Dabei erscheint eine Meldung auf der MFA und zeigt an, wie lange du Zeit zum Antworten hast. Mit gedrückter Funktaste öffnest du dann den Funk und kannst antworten. Danach werden dir die möglichen Antworten angezeigt. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auswählen. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch, also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Thank you.
Das Tempo haben wir schon gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten.
ist gut. Die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay.
Daten bekommen, die wir wollten. Versuch es besser noch einmal. Die beste Runde liegt jetzt bei 1,39,1.
wärst du jetzt der bisher schnellste in dieser Session. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 35,4. Am Ende der Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben. Wir
geben die zwei am meisten abgenutzten Sets zurück, also sollten wir sie noch so lange wie möglich beanspruchen. Wir haben sie dann aber nicht mehr für das restliche Wochenende. Also pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Es ist wichtig, dass du das Auto durch Maggots und Beckets stabil hältst. Denn dieser ganze Abschnitt leitet die Linkskurve Chapel ein, nach der es dann die Hangar Straight hinuntergeht. Dort wird Zeit gewonnen oder verloren, also muss die Ausfahrt aus Beckets unbedingt sitzen. Tippe deine Bremsen vor dem Linksknick nur leicht an, um das Auto zu stabilisieren, und nutz ordentlich Seitenstreifen. Danach ist wichtig, dass du kontrolliert in den Scheitelpunkt hineinbremst. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,35,4. Ich kümmere mich um die Änderungen. Fertig.
Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ein Red Bull, Ricardo und Nico Rosberg. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Rat mal, wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Willkommen zum Qualifying an diesem Nachmittag hier in Silverstone zum großen Preis von Großbritannien. Diese Strecke verlangt sowohl den vorderen als auch den hinteren Reifen ziemlich viel ab. Man kann wohl sagen, dass geschicktes Reifenmanagement nötig sein wird, um hier gut abzuschneiden. Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Bedingungen empfehle ich die Regenreifen.
Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst.
Anlage ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Es wird noch 10 Minuten dauern. Wir gehen davon aus, dass das Wetter dann in leichten Regen umschlägt. Lass es anfangs ruhig angehen. Die Strecke ist nass.
Reifen sind zu heiß. Du musst sie abkühlen. Fahr durch eine Pfütze, wenn möglich.
Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Raikkonen, Bottas und Daniel Ricciardo. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Der Schmerz des Abschieds ist nichts im Vergleich zur Freude des Wiedersehens. Und es ist wirklich schön, endlich wieder in Silverstone für den großen Preis von Großbritannien zu sein. Der Enthusiasmus der Einheimischen für die Formel 1 ist nach wie vor riesengroß. Und auch heute standen wieder kilometerweite Schlangen auf der A43. Denn alle wollen sie hierher zum Home of British Motor Racing. Eine gute Autostunde von London entfernt wartet mit Silverstone eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das Herz des Motorsports mit 18 Kurven auf 5,8 Kilometer. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile geht die Kurve 1 schnell nach rechts und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Wellington und auf der Hangar Straight. So oder so, Silverstone ist immer eine Reise wert. An meiner Seite darf ich heute einen Mann begrüßen, der mit der Spannung von Silverstone bestens vertraut ist, unseren guten Freund Stefan Römer. Du scheinst heute ein bisschen mehr aufgeregt zu sein als sonst. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Oh, ich freue mich einfach nur. Hier beim großen Preis von Großbritannien herrscht immer eine sehr spezielle Atmosphäre. Das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert. Kannst du dich noch an das epische Rennen von 86 erinnern, als Mansell und Piquet diesen unglaublichen Kampf hier austrugen? Silverstone hat also einen hohen Stellenwert. Und wenn ich mir die Zuschauer heute ansehe, dann wird mir klar, dass es nichts von seiner Magie verloren hat. Und dazu kommt noch das fantastische Fahrerfeld heute mit ein paar harten Rivalitäten und Umständen, die für ein großartiges Rennen sorgen werden. Ich kann es nicht erwarten. Falls wir weiterhin diese Leistung bringen, wirst du bestimmt zur Nummer 1 des Teams ernannt. Also lass uns heute ein gutes Ergebnis fahren. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Kimi Räikkönen startet heute von der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Quert, ein Red Bull und Alonso. Vettel, Rosberg, Hamilton und Jenson Button. Massa, Sainz Junior, Esteban Gutierrez und Haryanto. Wehrlein, Grosjean, Sergio Perez und Felipe Nasser. Hülkenberg und Eriksson. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke.
3. Das DRS wurde aktiviert. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt.
dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen?
sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen.
Sekunden.
unserem Teamkollegen beträgt 10,6 Sekunden.
Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet.
Abstand zum Teamkollegen liegt bei 15,1 Sekunden. Thank you.
Position zu Sainz. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. We'll be right back.
Situation zu Vettel. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Noch aus.
möglichst bald den Motor runter. Ein paar Informationen zu Harianto. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Einen großartigen Sieg gefallen. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem ausgepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind. Und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein starkes Ergebnis unseres Weltmeisterschaftsführenden. Mit diesem Ergebnis kann er seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute entscheide ich mich für Nico Rosberg. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren.
Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Ich bin's. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit den Abteilungsleitern. Ein Thema war deine Leistung und sie sind sehr zufrieden. Sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen, okay?